Hallo, herzlich willkommen bei Kobold Landy. Heute soll es darum gehen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Der Winter ist jetzt vorbei, der Frühling kommt. Okay, ich bin immer noch ein bisschen dicker angezogen. Ist halt frisch bei uns hier in der Feldwerkstatt. Aber das nur zur Nebensache. Bestandsaufnahme, das ist genau das, was wir hier mit euch heute mal durchgehen wollen. Und so mehr oder weniger eine unfreiwillige Zwischenroomtour. Meine persönliche Meinung, diese Roomtours, die andere ja, Contentbetreiber anbieten, zeigen, sind für mich persönlich Verzweiflungstaten. Mir bleibt aber nichts anderes übrig, als euch tatsächlich so ein bisschen zu zeigen, was hat sich getan, was haben wir noch vor. Weil sonst würde so eine Sache wie eben hier die Bestandsaufnahme absolut null Sinn machen. Wenn man halt eben nicht versteht, was getan worden ist und wo wir noch hinwollen. Würde ich mal sagen, ich höre mal auf zu labern und fange mal mit der Praxis an. Und zwar erstmal muss ich den Defender entmüllen, aufräumen und später dann noch sauber machen, weil der Sahara-Staub ja, hat uns besucht, weil wir können ja nicht in die Sahara, deswegen kommt die Sahara zu uns. Ja, und dann fangen wir mal an. So. Ja. So. Ganz wichtig, Mülltüte. So. Mülltüte bereit und los geht's. Und das ist die absolute Wahrheit, wie es in echt aussieht. Ja. Pfand. So. Erstmal Zwischenbox raus. Ja, ich weiß, Jacke und egal, die Zwischenbox, die wir da drin haben, für mich eigentlich Kaffee, Tee, alles mögliche, wenn wir mal unterwegs sind, dass wir kurz anhalten können, was aufbrühen können. Und Notfalljacke, ich habe jetzt keinen anderen Platz gefunden, wo ich sie reinschmeiße, damit sie mir nicht im Weg ist. Aber für die finden wir sicherlich auch noch einen Platz. Ui. So, jetzt ist mir genau das passiert, was mir häufiger passiert. Ich überfahre einfach gnadenlos die Leute. Was ich damit sagen will, ist, ich habe gerade eben hier aus dem Zwischenraum eine Box rausgeräumt. Mit dem Kommentar, ja, unsere Zwischenraumbox, bla, mit Getränke und sonstiges Gedöns drin. Ich sehe jetzt schon bei vielen das Fragezeichen im Gesicht hängen. Was meint ihr mit Zwischenbox? Mit Zwischenbox meine ich, wir haben im Dezember letzten Jahres endlich das Projekt verwirklichen können. Wir haben zwei Einzelsitze einbauen können. Mit entsprechender Sitzkonsole, TÜV-Abnahme, alles drum und dran. War eine Heidenarbeit, mehr dazu auf unserem Patreon-Account. Ja, Zwischenbox. In dem Bereich sieht man das, weiß ich jetzt nicht. So, hier ist jetzt eine Lücke. Geplant ist, dass hier ein Kühlschrank reinkommt. Also so, ja, so eine Kühlbox. Das gesagt, also vom Abstand her wird es passen, von der Höhe her würde dann ungefähr so kommen. Die Mädels hier hinten oder eben die Mitreisenden hier hinten haben dann eine Ablagefläche. Gut, haben sie jetzt auch. Und was uns halt eben wichtig war, so eine kleine räumliche Trennung, damit sie nicht aufeinander sitzen und sich nicht die ganze Zeit kabbeln. Jeder hat ihren eigenen Sitz und ihren eigenen festen Platz. Von dem her ist das halt so gesehen ganz praktisch. Ja, und gerade hier in der Zwischenbox, also wenn sie da ihre Spielsachen drauf haben oder drin haben, hat jeder ihren eigenen Platz. Genau, aber muss jetzt auch erstmal aus und aufgeräumt werden. So, Kurve bekommen. Genau. Und zum Thema Bestandsaufnahme, wir müssen uns jetzt noch überlegen, wie wir die Anschnallgurte
ungefähr auf die Höhe bekommen, damit sie halt permanent so sind. Nicht auf dem Boden liegen. Genau, mit Anspachsen anschrauben ist nicht, weil sonst ist die Sicherheit ja nicht mehr gewährleistet. Vielleicht unten mit Kabelbinder dran, also gerade hier die feste Stelle, also die Ummantelung unten mit Kabelbinder dran machen, damit es einfach so hebt. Weil es ist halt eben jedes Mal ein Gewurstel, wenn die Zwischenbox drin ist und wir die Mädels anschnallen wollen, beziehungsweise wenn sie sich selber anschnallen wollen und dann erstmal das Gurtschloss suchen müssen. Tja. Genau. Thema Bestandsaufnahme. So. Das hebt nicht. Genau. Der Gurt kommt auch weg. Da hat Marina auch was Praktisches gefunden, was wir ausprobieren wollen. Also der Gurt ist einfach nur dafür da, um die Box, die hier sitzt, dass sie nicht die ganze Zeit vorne wegkullert. So. Das raus, das raus. Das raus. Teppich. Raus. Kannst du mir nochmal erklären, was das für ein Kabelsalat eigentlich ist? Dieser Kabelsalat, das ist die Sitzheizung. Ach ja, stimmt. Das ist die Sitzheizung, die wir nicht angeschlossen haben. Der Kabelsalat ist alles Funk. Da scheiden sich auch die Geister. Ich würde den eigentlich komplett gerne rausreißen. Genug Kollegen, die auch hier aus der Gegend sind und Defender fahren, haben mich schon angebettelt, ich soll den Funktor bitte drin lassen und vor allem, ich soll ihn jetzt mal wieder installieren. Also installiert ist eigentlich soweit, es ist halt nur die Antenne, die müsste aufs Dach und da habe ich einfach keinen Plan, wo ich sie montieren soll. Weil eben oben ist das Dachzelt drauf, das ist jetzt fest montiert und da dann irgendwo dann noch den Haltefuß dran machen für die Antenne, weiß nicht. Und ja auch, ich meine, die Kabeldurchführung, die wir hinten haben, die sind jetzt alle mit der Rundumbeleuchtung belegt. Genau, das ist halt eben auch was, was wir so im letzten Herbst noch umgesetzt haben. Oben große Leitbar, aber das zeigen wir euch dann, wenn es außenrum ans Auto geht. So, ich fege jetzt erstmal den Fußraum aus. Auch eine Errungenschaft aus dem letzten Sommerurlaub. Kehrblech und Besen. Nehmen nicht viel Platz weg. Sehr praktisch. Also gerade wenn man mit Kindern draußen unterwegs ist, am Strand oder auch hier Wald, Wiesen etc., kommen dann mit matschigen Füßen oder sandigen Füßen hier rein. Einfach kurz einen Handbesen zum Ausfegen. Ja, 100%ige Empfehlung von uns. Immer mal einen Besen dabei haben. Das muss ja jetzt auch nicht das High-End-Produkt sein. Wir haben auch einen ganz simplen, praktischen. Bei uns hängt er halt hinten am Regal dran. Also wenn ihr kein Regal habt, irgendwo findet ihr sicherlich nichts, weil es nimmt kaum Platz weg. Hinten bin ich jetzt soweit durch. Machen wir am besten vorne gleich weiter. Thema Bestandsaufnahme. Die Klipse für die Sitze sind schon besorgt. Die müssen wir nur noch einfügen. Also was ich mit Klipse für die Sitze meine ist, die Sitze haben ja diese Pinöbel, damit sie halt eben nicht vor- und zurückrutschen. Das wurde beim letzten TÜV schon bemängelt. Wir haben es provisorisch mal mit einer Schraube gelöst. Nur ich habe jetzt mittlerweile die Plastikklipse besorgt, die hier vorne reingesteckt werden, damit der Sitz einrastet, damit einfach jetzt endgültig Ruhe ist. Was wir machen werden und was auch noch kommt. Ja. Fußmatte raus. Ja. Ah, genau. Griff. Die waren doch für die Mädels hinten. Genau, die sollten auch ausgetauscht werden. Also
Die kommen weg, die kommen ran. Ja, wobei ich ja immer noch der Meinung bin, dass das die falschen sind, weil ich wollte eigentlich die hier haben. Also die mit den Clipsen ohne. Das sind zwei ganz verschiedene. Weil hier, das ist ja damit festgemacht. Mhm. Und hier sind sie, also da haben wir sie komplett geschraubt. Ja. Da muss ich nochmal telefonieren. Ja, ich glaube, nee, die hattest du besorgt, um die an die Sitzen unten zu machen, damit sie leichter einsteigen können. Ja gut, aber mittlerweile sind die Mädels so groß, da brauchen sie die nicht mehr. Ja, ja. Das ist das, was sich ständig ändert. Genau, und deswegen wird es auch keine abschließende Roomtour bei uns geben, weil die Mädels haben jetzt andere Bedürfnisse und denen ist anderes wichtiger, beziehungsweise uns ist anderes jetzt wichtiger als in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Deswegen, wir werden unseren Defender immer und immer und immer wieder anpassen und Neuerungen reinbringen. Solange bis die Mädels mal außer Haus sind oder bis der Defender einfach mal gar nicht mehr ist. Also wir wissen ja alle nicht, was kommt. Deswegen, es ist ein ständiger Prozess und wir werden nie fertig werden. Das sage ich jetzt schon. So, ausfegen. Ja. Was jetzt zur Bestandsaufnahme noch hinzukommt, ist der Fußraum auf der Beifahrerseite. Da fehlt immer noch das Kunstleder. Das müssen wir dann noch einziehen. Ja, müssen wir noch neu bestellen. Und das hier. Kleben. Ja, also dieses Umschlagen war gut, aber halt nach einer Zeit hat sich es doch aufgelöst. Aber ich habe schon eine Lösung dafür. Nochmal Ja, und das kommt bald raus, wenn man spontan irgendwo hinfährt und irgendwie hier Süßigkeiten mitnimmt. Und die Dinger hasse ich. Wir kaufen hier Auto für jenes Geld. Ja, einmal angerufen, ich hätte gerne 50.000 für den Defender. Nee, das ist zu viel. Tja, dann hört auch so ein Scheiß an. Ja, wir waren gerade kurz am Durchsprechen, wie und was als nächstes kommt. Und dabei ist aufgefallen, dass ich da doch eine rechtlose Mutter habe. Mhm. Und auf den zweiten Blick haben wir jetzt festgestellt, dass die Mutter tatsächlich vom oberen Türscharnier ist. Ja, zeig doch mal, wo sie gesteckt hat. Direkt hier in der Aufnahme. Und da sieht man jetzt auch schön, dass die Schraube da auch nicht ganz durch ist. Okay. Mir ist zu dunkel. Ja, das sieht man nicht. Ich komme auch nicht rum. Kurzum, bevor wir jetzt weitermachen, reparieren wir das erstmal. Weil wie gesagt, das ist das obere Türscharnier. Wie ihr es im Hintergrund vielleicht schon gehört habt, wir haben eine kurze Zeit Besuch gehabt von einer Kindergartengruppe. Die ist weg. Die Zeit habe ich dann aber auch genutzt, um das Türscharnier zu reparieren. Beziehungsweise die fehlenden Schrauben zu ersetzen. Ja, eben hört ihr es? Schön ruhig, nur die Natur. Super. Also, ich hatte Glück, dass ich 2 Schrauben noch hinten bei uns in der Werkzeugkiste hatte. Keine Ahnung, wo die plötzlich herkamen, aber Glück im Unglück. So, wir machen weiter mit der Bestandsaufnahme. Und was bei uns noch kommt, ist eben Schnorchel weg, gucken, irgendwo hier pfeift es ja rein. Das war dann dort mal abdichten. Ja, also hier bei dem Kabelkanal hört man es. Genau, also muss wohl hier aus dem Bereich kommen, auf der gegenüberliegenden Seite ist halt eben der Schnorchel, beziehungsweise die Aufnahme vom Schnorchel. Das war dann halt eben dort mal gucken, wo es da reinzieht. Wenn ihr mal rumkommen möchtet, euch mal unser mittleres Armaturenbrett anguckt. Schön, dass ihr es euch hinten jetzt im Defender bequem gemacht habt. Ihr habt auch einen wunderbaren Ausblick auf unser Armaturenbrett in der Mitte. Auch hier wollen wir Veränderungen vornehmen. Die Schalterreihe hier, die kommt weg. Da haben wir ein ganz nettes Gimmick für gefunden. Also die Schalter, die sind auch mittlerweile ohne Funktion, weil wir alles hier oben aufs Dashboard gelegt haben. Und von dem her können die weg. Die Bohrungen, die werden dann verschlossen, eben
mit dem Überraschungsgimmick. Ihr könnt ja mal raten, was wir da drüber machen. Was auch noch kommt, beziehungsweise was bleibt, ist unsere Ablage. Also die normalen Defender-Fahrer kennen es, hier ist eine Cubby-Box drin. Die haben wir mal entfernt, also im Zuge des Umbaus, der Dämmung haben wir sie entfernt. Und halt eigentlich ein Provisorium reingesetzt, nur Provisorien halten ja für die Ewigkeit. Wir haben uns dazu entschlossen, die Kiste so lange wie möglich beizubehalten, weil es ist einfach bequem, alles reinzuschmeißen und ja. Das ist die mühsame Ablage im Grunde. Genau, also hat sie nur verlagert, muss ich auch mal ausräumen, aufräumen. Und ich suche ständig und da liegen sie. Also, nee, die müssen dann auch, ja, muss über kurz oder lang auch mal neu sortiert und aufgeräumt werden. Ja, Handtuchträger sieht man nicht. Genau. Warum habe ich ein Handtuch hier vorne liegen? Ihr kennt es, kalte Temperaturen, von innen kratzen. Ja, mit dem Handtuch einmal drüber gehen, Feuchtigkeit aufsammeln. Was haben wir uns hier vorne noch gedacht? Ja, Tempomat. Aha, wir haben ein Tempomat, den müssen wir nur noch einbauen. Und da ist jetzt auch die Überlegung, wo wir den, also wo wir die zwei mitgelieferten Knöpfe anbringen. Ich hätte eigentlich gedacht gehabt, hier so mittig vom Dashboard, also dass man dann vom Fahrersitz aus ein- und ausschalten kann. Marina war der Meinung, nee, sie möchte es gern hier oben drauf haben. Oder nebendran da, so eine Lücke, genau. Hier, da müssen wir halt gucken. Nur ich habe halt Bedenken, wenn ich hier durchbohre, dass ich dann Probleme mit der Mechanik von den Lüftungsklappen ins Gehege komme. Beziehungsweise, dass da dann sich irgendwann mal ein Kabel dran verheddert und reißt. Dann haben wir auch nichts gewonnen. Also am bequemsten wäre es halt tatsächlich in der Mitte vom Dashboard. Damit wir die Kabel hier schön runterführen können und nach vorne im Motorraum bzw. hier ans Motorsteuergerät. Müssen wir dann gucken, wenn es dann soweit ist. Bald. Bald. Ja, richtig, bald, bald. Ach, und damit es auch noch schönes Wetter heute gibt und auch bleibt, klettern die Affen heute mal hoch. Nee, nee, die Frösche. Frösche, richtig. So. Im Winter kam jetzt auch noch die große Leitbar drauf. War ein Geburtstagsgeschenk von vielen, vielen netten Freunden von mir. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Und die macht auch ordentlich hell. Also, ihr kennt ja die kleine noch, die so in der Mitte angebracht war. Die geht jetzt einmal drumherum. Und das Schöne ist, die ist halt eben gecurved, also eben durch die Biegung. Haben wir hinten drin dann auch noch Platz. Und es verhindert auch, dass wenn Sachen auf dem Dach nicht richtig verzurrt sind, dass die drüber fallen könnten. Also so eine kleine psychische Stütze noch zum Schutz. Ich glaube nicht, dass das wirklich genau gut wäre. Was noch kommt, ist, wir haben Dichtung für die Lüftungsklappen. Die werden jetzt dann auch demnächst ausgetauscht. Da muss ich mich dann mal dran setzen, damit ich die Mechanik hinten dran, also die Klappenmechanik, irgendwie ausgebaut kriegt bzw. ausgehängt bekommen. Das wird dann auch noch sicherlich ein sehr unterhaltsames Video werden. Gerade ich mit meiner Grobmotorik. Ja. Und ein Diskussionsthema. Das könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben, mitverfolgen. Meinung dazu abgeben. Genau. Und zwar, wir haben so Airline-Schienen Einzelpunkte. Und da sind wir am Überlegen, wo wir die noch anbringen. Eine Idee wäre es hier an der Seite, also ich mache mal hier so in den Staub rein, so dass wir dann auf den gegenüberliegenden Punkte, dass wir sie dran machen und dass wir dann halt eben Taschen oder ihr Segeltuchmaterial in der Mitte drauflegen und dann halt eben über Kreuz verschwanden können. Das wäre so eine Idee, wobei ich halt eben die Bedenken habe, dass wenn zu viel Druck drauf kommt, dass es sich dann halt eben hier hochzieht, dass wir die Motorhaube verbiegen. Alternativ wäre natürlich hier oben drauf. Sieht dann halt ein bisschen komisch aus. Oder was auch noch eine Idee wäre, hier so in den Bereichen.
Wobei ich dann auch nicht weiß, ob es halt eben klug wäre, hier so einmal quer rüber zu ziehen. Deswegen die Frage an euch, wo würdet ihr diese Einzelpunkte dran machen? Gleich vorweg, in dem Bereich scheidet es aus, weil hier sollen durchgehende Alleinschienen dran kommen. Gut, die größte Veränderung am Auto wird dann natürlich in der nächsten Zeit hinten stattfinden. Ihr kennt ja unser Fenster von Explore Glazing, also das Klappfenster. Ja, Schlüssel habe ich jetzt vorne liegen, aber kennt ihr hier zum Aufklappen, hatten wir ja vor 2 Jahren schon getauscht gehabt. Und als nächstes haben wir in Angriff genommen das Wechseln dieser 3 Scheiben. Also die Heckfront, so wie sie jetzt ist, wird nicht mehr bestehen bleiben. Sobald wir das Material haben, wird hier in eine Klappe eingesetzt. Hier kommt ein teilbares Fenster rein und hier wird einfach nur ein Fenster mit Gitteraufsatz, damit es einheitlich und stimmiges Bild gibt, eingesetzt. Bei dem mittleren Fenster war da nicht auch noch ein Gitter? Innen aber? Nee, außen. Außen, okay. Außen. Hat den Vorteil, dass man innen drin das Fenster auf 2/3 runterfahren kann und auch offen lassen kann. Stimmt, genau, deswegen wollten wir das. Das ist gerade für die Leute praktisch, die im Defender zum Beispiel ihr Bett drin haben. Dass die einfach nur, ja, das ist auf 2/3 runter, dass dann trotzdem von außen nicht reingegriffen werden kann. Vorweg, dieses Setup gibt es nicht nur für den Defender, sondern auch für andere Fahrzeuge. Man muss sich einfach nur mit Explore Glazing in Verbindung setzen und dann können sie einem sagen, für welche Fahrzeuge die das haben. Ja, genau. Dann geht es aber auch für uns innen drin weiter. Ja, eins, was noch mit den Scheiben zusammenhängt. Genau, die Bremsleuchte. Laut Straßenverkehrsrecht ist es so, die 3. Bremsleuchte ist vorgeschrieben, also kommt sie von dieser Position raus und die setzen wir dann, also eine Alternativbremsleuchte, also nicht die, sondern halt eben tatsächlich eine andere Bremsleuchte wird dann hier oben rangesetzt. Der Sprühkopf kommt raus, die Leitung ist eh schon stillgelegt, weil wir hinten ja keinen Scheibenwischermotor oder keinen Scheibenwischer mehr haben. Und mit dem neuen Gitter wird es eh nicht funktionieren. Genau, kommt der weg, da kommt die Bremsleuchte ran. Wir werden dann halt eben die Bohrung verwenden, um da das Kabel durchzuziehen. Genau, und wenn wir dann mit den Scheiben hier fertig sind, kann Renner sich endlich um unser Küchenboard kümmern, was sie schon ewig vorhatte. Ja, ich bin seit ungefähr einem Jahr an der Planung, immer mal wieder. Genau. Dafür müssen wir aber eben das hier unten nochmal austauschen. Genau, der Gasdruckdämpfer, der tut zwar, was er soll, aber bei gewissen Temperaturschwankungen will er dann auch nicht mehr mitmachen. Also kommt der Gasdruckdämpfer raus, kommt ein neuer rein. Das so als, ja, das wird so eine Kleinigkeit sein. Also ob wir da extra jetzt ein Video drüber machen, wie wir hektisch in den Baumarkt rasen, Gasdruckdämpfer kaufen, 5 Stunden damit verbringen, Baumarktmitarbeiter zu suchen, die uns dann beraten können und wir dann überglücklich aus dem Baumarkt rausstratzen, Gasdruckdämpfer in der Hand und dann feststellen, dass er nicht passt. Glaube ich nicht, dass es kommt als Video. Wäre zwar eine super Idee, nur also den werden wir höchstwahrscheinlich still und heimlich tauschen. Also irgendwann werden wir es mal ansprechen, hey, wir haben den Gasdruckdämpfer getauscht. Ja, oder ihr werdet es selber feststellen. Genau, das kommt wahrscheinlich dann im Zusammenhang mit dem Projekt hier, wo wir das mal richtig vorstellen. Ja. Zumindest ist es der Plan, mal gucken, ob wir das schaffen. Genau. Ja, hier hinten. Hier hinten, ihr seht, Chaos pur. Muss ich auch mal komplett aufräumen, durchräumen, ausräumen. Da haben wir im Innenraum eigentlich nicht mehr so viel vor. Nee, einfach weil, fertig machen, oder? Ja, was heißt fertig machen? Also das Regal auf der Seite bleibt so, wie es ist. Auf der Seite haben wir jetzt das Brett gestützt. Das hatten wir im Urlaub das Problem, dass zu viel Gewicht drauf war und das immer mehr und mehr runtergebogen hat. Das haben wir jetzt mit einer Stütze gelöst, aber auf beiden Seiten. Ja.
So ein kleines Holzchen. Genau. Da ist es. Genau, da ist es versteckt, das kleine Holzchen. Und wir haben die Verzurgurte eben für die Box, wie ihr es da hinten seht, haben wir jetzt endlich festgemacht. Also dran gemacht, festgemacht. Ja. Genau. Auch unsere Campingstühle haben mittlerweile einen festen Platz gefunden. Die fahren auch nicht mehr wild durch die Gegend. Ja, wobei die müssen dann vielleicht wieder nach hinten wandern. Sobald der Kühlschrank da ist. Genau, sobald der Kühlschrank da ist. Ja, genau. Hier, da habe ich das Kork abgenommen, mal für Ewigkeiten, weil das war ja eh kaputt. Und hier werden wir das auch gegen so eine Multiplex-Platte tauschen. Also dasselbe wie hier. Als nächstes käme Putzen dran, was wir uns heute vorgenommen haben. Ja, den ganzen schönen Sahara-Staub weg. Also fahren wir mit ihm jetzt in die Waschhalle. Und dann wird er strahlend, glänzend, sauber sein. Der Bose hat sich verdient, mal wieder sauber zu sein. Ja, der Bose ist sauber, ich bin dreckig, also fahre ich jetzt nach Hause. Und dann hüpfe ich unter die Dusche. Da nehme ich euch hin, aber nicht mit. Wir sehen uns dann in den 14 Tagen bei einer neuen Folge von Covid Landing. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, wie es jetzt bei uns mit den Umbauten weitergeht, Ausbauten und so weiter, und ob wir tatsächlich alles das umsetzen, was wir jetzt hochpreisig angepriesen haben, würde ich mal sagen, Abo da lassen, Glocke drücken, und wir sehen uns dann in 14 Tagen. Ciao!